Hallo und herzlich willkommen zum Antwortvideo. So, ich bin mal gespannt, wer alles rausgefunden hat. Ihr seid gespannt auf die Lösung. Die gibt's jetzt. Fangen wir oben links an. Oben links haben wir die Videopack. Das Videopack-Modul gibt es für den Philips G7000 und G7400. Habe ich ein Video darüber gemacht, über meine Sammlung. Falls das jemand interessiert, kann er sich das gerne angucken. So, jetzt wird es ein wenig unbekannt. Saba Videoplay oder auch bekannt als Fairchild Channel F. Nicht wirklich bekannt und ich kann mal sagen, so gut ist die Konsole, weiß Gott nicht. Ich habe sie aber. So, Atari 2600. Und als nächstes Atari 5200. Ja, gab es in Europa nie. Gab es auch nie in Deutschland, soweit ich weiß. Ja, ganz toll. Atari 7800. Den 2600er und 7800er habe ich sogar. Gameboy-Modul. Atari Jaguar. Nicht unbedingt die beste und erfolgreichste Konsole, aber die gab es auch. So. Deutsche Konsole, Interton Elektro VC 4000, auch nicht so wirklich legendär, aber habe ich auch in meiner Sammlung. Ein MSX-Modul. Ein Modul für den ColecoVision, tolle Konsole. Sega Mega Drive, auch eine wirklich gute Konsole. Game Boy Advance mit einem Spiel, das man wieder in Deutschland erwähnen darf. Ja, erst Doom, dann Quake, jetzt Max Payne, das Land verrodet. Was ist hier los? So, Neo Geo Pocket. Ein ganz tolles Modul. All-in-One. Habe ich für meinen HMG 2650. Funktioniert, glaube ich, aber auch mit vielen anderen Modulen. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Da gibt es so eine Liste, mit zu wem das kompatibel ist. Da waren die irgendwie ein bisschen netter damals. So. Sega Master System. NES. Super NES. Ganz toll. Jetzt kommt die erste 3D-Konsole. Der Virtual Boy. Knallerkonsole. Ist meine, kann ich auch ganz ehrlich sagen, als Sammler ist meine teuerste Konsole, die ich hatte. Die habe ich immer noch. Ja, der 3D-Effekt ist gar nicht so schlecht, wenn man mal sagen muss. Aber mit, glaube ich, 30 Spielen, die da rausgekommen sind und das Ding kam offiziell auch nie nach Europa. Vielleicht ein bisschen grenzwertig. So, N64, damit geht's gleich weg. Ist das nicht... Das ist Fabian Barthez, ne? Okay. War in dem Jahr nicht Welttorhüter Oliver Kahn. Ist auch egal. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Interessiert mich einfach mal. So, die kleinen Module. Einmal mit Ecke. Einmal ohne Ecke. Mit Ecke 3DS. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Ohne Ecke DS. Jetzt wird's wieder ein bisschen unbekannter. Der Wonderswan. Zwei Wonderswans habe ich, den aktuellsten habe ich nicht, den Swan Crystal, glaube ich. Der fehlt mir noch. So, steht ein Mattel-Logo drauf. Ist auch richtig so. Denn das ist für den Intellivision. Dann haben wir hier das wohl unbekannteste. Für das, und jetzt kommt es, Palladium Telecassette System. Wer kennt es nicht? Ja, ich kann es auch nicht. Da fehlt mir auch noch die Konsole. Das Modul habe ich irgendwo auf einer Messe, glaube ich, mitgekriegt. Da hat irgendeiner gesagt, komm hier, du bist so einen netten Typen, nimm ihn mal mit. Und dann sacke ich mir auch sowas ein. Fragt mich nicht. Also, aber es muss eine total erfolgreiche Konsole sein. Irgendwie, Hust. So, der TurboGrafx 16. Hätte ich eigentlich so umdrehen müssen, dann wäre es ein bisschen schwieriger geworden. Aber da seht ihr auch noch das Logo. Ist eine starke Konsole, hat auch unglaublich gute Arcade-Sachen drauf. Kommt von, genau, das kommt von, kommt das von, auf jeden Fall ganz starke Konsole. So, dann haben wir hier, excellent, Bill & Ted für den Atari Lynx. Den Atari Lynx 2 habe ich, den ersten habe ich nicht, aber das Handheld-Ding braucht man auch nicht. Ich habe, glaube ich, auch ein Video gemacht über die Handhelds. Mit den ersten Handhelds könnt ihr Leute erschlagen. Das versteht man heute als Laptop. Ja, und der Atari Lynx war jetzt auch nicht so genial. So, das letzte im Bunde. Sega Game Gear. So, jetzt gehe ich nochmal einmal komplett durch. Bedanke mich schon mal bei euch fürs Mitmachen. Und für jedes neue Special bin ich gern zu haben. Ihr seht ja jetzt auch so, was es so gibt. Vielleicht wollt ihr auch mal ein Video in der Art sehen über die anderen Datenträger, die es gibt.
Die werden die meisten von euch vielleicht auch nicht mehr kennen. Und dann könnt ihr einfach mal vorschlagen, was ihr noch alles aus meiner Sammlung sehen wollt. Da haben wir ein bisschen Material noch. Ich denke, bis Ende des Jahres sind wir gut dabei. Und dann machen wir, wie die anderen Sammler das auch machen, diese Pickup-Videos. Das dürfte was für euch sein. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonnieren, kommentieren, bewerten, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns gleich wieder mit der N64-Sammlung. Mein Gott, bis gleich.